Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wo waren wir jetzt eigentlich das letzte Mal stehen geblieben? Ist jetzt wieder 2 Tage her, ungefähr, Pi mal Daumen. Gucken wir mal. Eigentlich hier warten, bis Thealor Arantheal die Zeremonie vorbereitet hat. Darauf warten wir jetzt. So, und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Ist doch immer dasselbe. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel haben wir eigentlich hier, was wir nicht brauchen. Ein paar Sachen, die gestohlen sind auf jeden Fall. Pfeile haben wir auch ohne Ende. Oder hier, Set des rätselhaften Nomaden. Den würde ich gerne an einem Heler verkaufen. Der ist ja in der Unterstadt. Wo geht's nochmal zur Unterstadt? Na sowas. Der umstrittene Kult. Alles in Ordnung? Was? Ja. Achso. Warum fragst du? Nur so. Krieg auf Nerim, Krieg auf Nerim. Alter, was ist denn jetzt hier? Wie viel labern die hier? Ich will mal einer einzigen Person zuhören und, so, warte mal. Jetzt erstmal kurz überlegen. Wo ist... Hier, Südviertel, ne? Da wollen wir hin. Alter, das war ein bisschen zu viel, was ich gehört habe. Da zu viele Stimmen auf einmal. So. Dann ab zur Unterstadt. Da haben wir ja irgendwo einen Heder. Mal fast zum Gruß. So. Und die Kapuze muss ich einmal richtig machen. Der drückt die ganze Zeit gegen meinen Zopf hier. Schreitet wohl. Jo, ihr auf. Unterstadt Hauptkaverne. So, die Ratten sind auch wieder da, die kleinen. Die sind aber auch echt süß. Mich hier auch wegrennen hier. Hier gibt es nur einen Pfad und der führt abwärts. Der Pfad. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Ich wollte nur vorbei. Kein Ort war es ihm wert, nicht von dannen zu ziehen. Der Pfad, der von mal was ihm zugedacht war, war ein Weg, den er niemals betrat. Das Kind macht mir Angst. So, Barackenplatz? Nee, Taverne war doch hier. Genau. Zum falschen Hund. Da wollten wir rein. Können wir die Fackel wieder abmachen? Hier gab's doch einen Hehler. Was? Hier, handeln, ich habe etwas gefunden. Habt ihr das? Na, dann zeigt mal her. Mache ich einen Moment. Ach, der nimmt nicht alles an? Achso. Ich wollte schon sagen. Hier, das darfst du haben. Habe ich hier auch noch irgendwas, was gestohlen ist? Klaune Maus Mitata. Ne, das war's. Habt ihr das? Was hat Na, dann zeigt mal her. Im Sortiment. So, Dietriche, Goldbarren hat er auch noch. Bauplan, Dünenheim, Stahlschwert. Fackel, Feinlederstiefel, Harnisch, Langbogen, Lederharnisch, Lederstiefel. Ein Doppelbock vielleicht. Ja. Sichere Straßen. Jo. Da. Und wieder die Fackel. Das haben die gegen Oberstädter. Ah. Das hochwohlgeborene Sonnenkind stattet uns einen Besuch ab. Schaut gut hin. So sieht echte Arbeit aus. Ich sag doch nichts. Ich will euch doch nichts Böses. Hallo. Hallo. Einen Groschen mit am... Bitte nur einen. So. Kampf im Schlagloch. Jetzt Zeit, dass wir hier wieder gehen. Reitet wohl! Ich habe so ein Gefühl, die mögen mich einfach nicht. Grüße. Grüße.
Nur weil ich von oben komme. Dabei bin ich eigentlich genauso ein armer Schlucker wie die. Obwohl, das stimmt jetzt auch nicht. Wir haben, glaube ich, 8000 Groschen auf der Bank. Und Firmenanteile. Manche der seltensten und mächtigsten Waffen müssen nach einem Bauplan konstruiert werden. Oh. Okay, also Baupläne. Mal fast zum Gruß. So, ich würde den hier auch wieder ausrüsten wollen. Fremdenviertel. Ich würde sagen, wir gehen einmal auch vielleicht noch mal ein bisschen raus unterwegs. Genau hier. Madame. Der Herr. Wir müssen ja eh warten, dann würde ich sagen, wir machen da vielleicht noch das ein oder andere Dungeon, bis wir von der Story her weitermachen können. Ich will auch einmal kurz gucken, wie haben wir überhaupt wieder genug Fertigkeiten oder sowas? Lernpunkte 42, Handwerkspunkte 40. Änderungspunkte 0. Mal fast zum Gruß. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Ich würde vielleicht demnächst mal anfangen, hier wirklich Lernpunkte ausgeben zu wollen. Hoch. Und mein Geld dann mal vielleicht sinnvoll in Ahoi? In Lernbücher aus investieren. Vielleicht in Einhandwaffen und Schilde und schwere Rüstung. Irgendwie so in der Richtung. Vielleicht liegt es daran, dass wir irgendwie nicht stark genug sind, gegen andere anzukommen. Dass wir wirklich in die Lernbücher richtig aktiv investieren müssen. So, wenn wir jetzt hier nochmal schauen. Psionik 16, Elementarismus 18, Mentalismus 17, Einhand 21, Parade 18, Fernkampf 25, Schleichen 27, Schwertrüstung 22, Leichte Rüstung 18, Wein auch 18, Lichtmagie 16, Entropie 18. Also dass wir in Einhand, Parade und Fernkampf sowie Schwertrüstung investieren. Fernkampf müssten wir sogar schon, glaube ich, Geselle hier investieren. Alles andere erstmal noch hier, Lehrling. Hier ist eine Straße. Wollen wir mal an denen vorbei und mal gucken. Ja, aber wirklich, wir müssen, glaube ich, echt mehr in die Bücher investieren. Andernfalls glaube ich wirklich, dass wir dann zu schwach sind für alles andere. Ich höre da wieder Wölfe. Ich hätte nicht gedacht, derzeit noch andere auf den Straßen zu treffen. Irgendwas gehört, was für ein Abenteurer interessant ist. Lasst mich mal überlegen. Ich habe kürzlich in der Taverne mal so einen Kerl von irgendwelchen magischen Brunnen reden gehört. Angeblich erfüllen sie einen Wunsch, wenn man ihnen hilft oder so in der Art. Kann natürlich auch ein Fall von zu viel Friedenskraut gewesen sein. Sonst noch was gehört? Ich habe kürzlich mal ein Gespräch zwischen ein paar Schürfern mitbekommen. Sie meinten, dass die Garde in der alten Minenstadt im Norden angeblich noch eine ganze Menge wertvolles Zeug zurückgelassen hat. Ist nicht ganz ungefährlich da oben, aber ihr könntet ja mal sehen, ob da was dran ist. Okay, mehr Neues hat er nicht. Habt ihr vielleicht etwas zum Tauschen? Zum Tauschen? Na klar, kann schon sein. Zeigt mal her, was ihr habt. Oder sagt, was ihr braucht. Mal gucken, was er hat. So, Ambrosia.
Wir haben 1053 Groschen mit. Er hat nur 72 Groschen. Also wir werden wahrscheinlich ihm nichts verkaufen. Erzählungen des Wanderers, der dunkle Hüter und der Schattentänzer. Ich nehme die mal mit. Dann hat er jetzt zumindest auch ein bisschen Geld. Schreitet wohl. Alter, ich habe die Ratte nicht gesehen. Und ich erschreck mich so. So, Rattenhaut brauchen wir nicht. Ich habe die Ratte einfach nicht gesehen. So, hier haben wir noch ein paar Groschen. Noch eine Fackel, Nägel. Wo führt der Weg hier hin? Zur Klippenwacht. Und da ist ein Myradenturm. Schalten wir mal den Myradenturm auch mal frei. Mal gucken, was da auf uns zukommt. So wie eine Mine ist da hinten. Und noch ein Feld. Wo ist der Bär? Das war aber auch ganz schön laut mit den Bären. Da haben wir ihn. Haben die hier vielleicht noch was Interessantes für uns? Nope. Nix, was sich lohnt. Außer hier nochmal eine sichere Truhe, wo ich mal meine gerade frisch gekauften Bücher reinpacke. Die packe ich auch mal da rein. Den auch. Die kann ich verkaufen. Ich glaube, die werde ich niemals nutzen. Kann das sein? Ich glaube, ich werde die echt nie nutzen. Ist auch noch leer. Was fällt dem ein? Natürlich sind hier wieder Untote. Was anderes habe ich hier nicht erwartet. So, wo ist er hin? Da lag er. Nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Jetzt muss ich aber was voran. Was essen wir? Gebratenes Wolfsfleisch. Ich dachte schon, da ist noch jemand. Zauberbuch, gließender Funke. Stab des Blitzes. Ich glaube, mehr ist hier jetzt auch nicht. Dann wollen wir mal zur Mine hier hingehen. Ach, da unten ist sie. Wie kommen wir da hin? Den Weg hier runter gehe ich mal von aus.
Hier waren wir eigentlich noch komplett gar nicht. Gibt es hier sonst noch irgendwie was zum Looten? Vorausgesetzt, ich komme hier noch. Ich komme hier nicht weiter hoch. Hier gibt's nichts. Okay. Schade. Ich habe da irgendwie ein anderes komisches Geräusch gehört. Was ist das denn aber für eine Hütte? Ist hier jemand? Versteckter Lederschild. Hier könnte man pennen. Da ist ein Geldbeutel. Feuergift ranzig. Nehmen wir mal mit. Können wir verkaufen. Säge, Nägel, Stahlbarren. Stahlpfeilen nehmen wir mit. Was gibt's hier drin? Ein Bohrer. Ja auch noch weiter. Ich gehe mal davon aus, dass das zur Mine da führt. Oder zum Bergbau. Böser Wolf. Deine Haut gehört jetzt mir. Da ist irgendwo noch einer. Da kommt er. So, das Fleisch gehört auch mir. Ich glaube, wir gehen wirklich demnächst mal diese Lehrbücher kaufen. Okay. Vagabunden. Wo kommst du denn jetzt her? So, hier nehmen wir alles mit. Hier nehmen wir das mit, das, das, das. So, wo sind die Wölfe? Nehmen wir auch mit. So, laden wir noch auf? Ja, wir sind noch dabei. Echomine. So, Handmeißel. Schaferholzfällerarzt. Ich habe die nicht aufgenommen. Die sind einfach weg. Werkzeugkasten. Die waren auf einmal weg. Ich habe die echt nicht aufgenommen. Hier kommt man rein. Okay. Ist jetzt nur die Frage, kommt man von hier rein oder... auch von unten. Also hier geht's auch zur Schattenechomine.
Gehen wir mal unten rum. Oh. Okay. Moment. Wachhöhlen-Troll. Mit. Stufe 17. Ich will wieder in Lebensenergie investieren. Und ein bisschen hier. So, wir gehen ja in hier. Hauptsächlich Krieger. Fester Stand. Pfeilwall wofür nochmal? Pfeile. Ja, komm, machen wir das. Das war so Schildstoß, Schildläufer, Konditionierung, Hüterangriff zurückwerfen, eiserner Wille. Was machen wir hier? Baba. Hier ist hauptsächlich Zweihand. Wofür war das? Trickreich? Doppelte Manipulation. Hier ist Zauber. Also Magie. Und hier Lykanthrop. Ich weiß nicht, ob ich hier was machen will. Hier ist eher so. Hier kann ich Gauner, Vagabund und Infiltrator. Was macht das hier? Passende Rüstung. Nee. Starke Sehne. Bogenschütze. Würde ich die Reihe auch nochmal irgendwie machen? Vielleicht auch das hier? Hinterhältig? Aber wir haben da schon mal noch eine Richtung jetzt, die wir machen könnten. Okay, das wird gleich Probleme geben. Hä? Was ist mit dem da passiert? So. Nehme ich alles mit? Was ist mit dem anderen da passiert? Ist der einfach runtergefallen in den Tod oder wie jetzt? Der eine ist da einfach umgefallen. Da! Was ist mit dem passiert? Oh. Der hat das da übersehen. Ja gut, kann passieren. Nicht das Schlauste, was der gemacht hat. Ah, ansonsten wären wir hier wahrscheinlich rausgekommen. Oder reingekommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir von da reingekommen wären dann. Der andere Weg. Ich habe da vorne gerade jemanden gesehen.
Komm raus. So. Kann ich den looten? Ja, kann ich sogar. Die werden überladen sein, definitiv. Hier haben wir nochmal Eisenerz. Ne, Quecksilbererz. Was haben wir hier? Ich habe so das Gefühl, hier laufen wir gleich wieder über eine Falle. Ja. Bauplan, Stahlharnisch. Welcher Nagel? Nee. Ich glaube, Stahlharnisch haben wir. Ich weiß jetzt nicht, ob er alleine ist. Glimmerstaubmischer, okay. Bringt gar nichts. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Der Biss eines Flohs. Ja. So, Set des Rattenfängers. Mentalistenrobe. Das Data-Schuhe nehmen wir mit. Aber nice, haben wir geschafft. Haben wir überstanden. Zucker. Was? 50 wert? Zucker so viel. Frost als 60. Ne, nicht die Laterne, auch nicht den Wein. Was haben wir da? Zauber Feuerelementar rufen. Rang 1. Noch mehr Zucker. Warte mal, jetzt einmal gucken, die Zutaten, die er hat. Wie viel ist das wert? Was hat er hier drin? Nein! Ich kann das noch nicht öffnen. Ne, hier geht's noch weiter, okay. Wo führt das hin? Achso, ist nur ein Troll. Mit. Da haben wir wieder ein Käserad, Kohl. Wir müssen wieder kochen. Schwarzbären. Genesungstrank. Stoßzähne. Oh, die Stoßzähne waren jetzt nicht viel wert. Rundum Erz haben wir wieder.
Waren wir schon hier? Sind wir wieder zurück? Ich glaube schon. Ach, hier sind wir. Okay. Können wir wieder gehen. Es war jetzt nur dieser eine Magier, glaube ich. So, und da unten gibt es auch noch was. Vor allem ein Lager. Und noch eine Hütte. Okay, was ist das denn für ein Lager? War Türenlager. Interessant, wie der jetzt am Laufen ist. Für einen Führer? Jo, jetzt habt ihr... Schnell, renn! Ich glaube, die können nicht schwimmen. Okay, die können ausweichen. Was haben wir denn da? Einmal den hier, damit ich gleich wieder Zeit habe zum Regenerieren. Die Musik finde ich super auf jeden Fall. Okay, das Auge schließt sich schon mal in der Mitte. Ah, okay, warte, der Dings hier. Ist weg. Also, damit es ein bisschen schneller geht. Sobald wir voll sind, gehen wir da hin. Speicher vielleicht auch einmal. Natürlich, jetzt haben die mich wieder im Visier. Türführer haben wir. Jetzt ist nur der eine da. Wo sind die anderen Leichen, die hier rumlagen? Da hinten. Oh.
haben wir sie alle erledigt. Perfekt. Ich hoffe, das waren alle. Nicht, dass da gleich noch einer irgendwo versteckt ist. Der ist leer, der aber nicht. Okay, ich höre da noch mehr. Aufgespießte Werwölfe? Sollen die was für uns schlimmer sein als Werwölfe? Batürenfeldlager entdeckt. Batürenfeldlager? Ich nehme mal alles mit. Feinlederstiefel. Dun Kriegsaxt. Dun Schlachtaxt. Moment. Jetzt will ich wissen, Runen. Aber das sind zwei Hände, ne? Gibt es hier vielleicht einen Bonus, wenn man irgendwie... Also selbst hergestellt Bonus? Vielleicht haben wir abgenutzte Dinger oder sowas. Und die machen deswegen weniger Schaden oder in der Richtung. So, da hinten gibt es auch nochmal zwei Sachen, aber ich glaube, wir gehen mal lieber wieder kurz zurück. Ich will immer das Falsche drücken. Vielleicht müsste man die Controller-Belegung hier ändern. Aber wir gehen mal einmal kurz zurück nach Ark und verkauf mal die Sachen. Ich will immer das Falsche drücken, wirklich. Für Sprinten. Ich muss die Belegung wirklich umsetzen. Aber hier waren wir noch nicht. Und das ist ja immer noch das Umland. Fischerpier entdeckt. Jakal Wellenreiter. Schreitet wohl. Und wie ist die Lage in der Wildnis? Ach, fragt besser nicht. Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen wild, dass sie am Ende nicht einmal verspeisen. Das muss dieser rote Wahnsinn sein, von dem jeder spricht. Herrje, wohin soll das nur führen? Okay. Ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps? Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Das sind unruhige Zeiten. Lebt wohl. Und was mit ihm? Tava? Tava Taubenschlag will nicht. Okay. Farnhard Zimmermann. Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das Rote Meer überquert. Über Kyra gesehen.
interessantes Bildlein. Gesundheit. So, kann ich eben hier was kochen? Kann nichts kochen, ne? Weil mir überall Salz fehlt. Habt ihr hier Salz, das ich ausborgen darf? Hufeisen. Besenpfeife. Ich habe kein Salz. Okay, suchen wir den Weg wieder zurück nach A. Ach, hier bin ich. Danke für alles. Ich hätte nicht gedacht, dass diese ganze Sache nochmal ein gutes Ende nimmt. Zumindest. Was jetzt? Kann ich auch. Wo geht's denn eigentlich da nach oben? Ach, cool. Kann man da auch was sehen? Man kann da nichts durchsehen. Okay, schade. Das ist ja cool. Die Dinger finde ich einfach süß. Okay, gehen wir mal. Eigentlich zurück nach Ark, aber anscheinend machen wir einen Umweg. Ich drücke wirklich immer wieder das Falsche. Ich muss das wirklich gleich zwischen den Folgen mal umstellen. Ist nicht mein Esel, okay. Apropos Esel, warum habe ich jetzt mein Esel nicht gerufen? Ja. Mein Eselchen. Geht dann hoffentlich schneller. Hat auf jeden Fall eine größere Ausdauer. Waren wir schon an der Mühle? Müsste wirklich mal härter durchgreifen. Weil ich auf einen Esel hier reite oder was? Unerhört. Einfach weil ich mit einem Esel hier durchreite, härter durchgreifen. Was kein Pferd ist. Frechheit. Da können wir jetzt mal verkaufen gehen. Und vielleicht ist es jetzt auch endlich mal mit Arantea soweit. So. Du wirst hier geparkt. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Mesdames. Der Herr?
So, warte mal. Hat die vielleicht Salz? Ihr da! Ihr... Na ja. Also das ist das Falsche. Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt. Für groß und klein. So, wir haben mal Salz gekauft. Könnten wir einiges zubereiten. So, Marktplatz. Gibt es hier irgendwo eine Kochstelle oder so? Was für ein Mistwetter. Schreitet wohl. Ja, ihr auch. So, gibt es hier eine Kochstelle oder haben wir zu Hause eine Kochstelle? Zu Hause müssen wir doch eine Kochstelle haben, glaube ich, oder? Wir haben hier keine Kochstelle. Wir haben hier keine Kochstelle. Wie sollen wir kochen? Jetzt ernsthaft, wie sollen wir kochen, wenn wir... So. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Irgendwas sag, was ihr braucht und macht schnell. André, ne? Den brauchen wir nicht, das nicht, das nicht. Das nicht? So, unter Waffen. Das kann weg. Die geben doch nicht so viel Geld, wie ich dachte. Okay, schade. So, das kann weg. Das kann weg. Das und das. Hier, die darfst du haben. Wir benutzen die nie. Essen behalten wir. So, Salz, Trollfett. So, jetzt hat er kein Geld mehr. Schreitet wohl. Ihr auch. Warte mal, hat er Bücher, Lehrbücher? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Ja, Handwerksbücher. Lösser knacken. Verzauberung? Nee, Einhandkampf. Aber Meister nur. Fernkampf. Leichte Rüstung. Schwere Rüstung, Meister. So, dann kann ich die Dinger wieder verkaufen. Schreitet wohl. So, was... Wie sieht's bei ihr aus? Hat die auch Schreitet so, wohl. Aber immer doch. So, Handwerksbuch. Fingerfertig. Nee, Schlösser knacken. Lehrling und Geselle. Verzauberung, Honig, Lehrbuch. So, Fernkampf Lehrling und Geselle. Lichtmagie wollen wir nicht. Schwerrüstung Meister, das wäre ein bisschen viel. Schreitet wohl. So, erstmal schauen. Wohl Fernkampf wird schwierig. So, wo haben wir die Handwerksbücher? Fingerfertigkeit, Geselle. Fortgeschrittenes Wissen. Ah, okay. Rhetorik.
Das funktioniert, okay. So, und jetzt? Immer noch nicht. Ah, okay. Psionik? Wehrrüstung, Geselle? Ich weiß jetzt nicht, ab wann das als was zählt. Obst, frisch. Was kann ich euch Gutes tun? Zeig aber gerne doch. Achso, die hat nur sowas. Okay. Möge euer Pfad stets eben sein. Rena Shalam, schöne Frau. Etwas gerne, Shairi. So, was hat er? Nichts dergleichen, was ich brauche. Das ist doch alles doof. Nee, nicht Selina, Vajan. Morala Segen, Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. Nur das so, Beste, frisch aus Kille. Seht selbst. Handwerksbuch, Alchemie, Rhetorik, Lichtmagie. Wunder eines alten Volkes. Lebt wohl. Nichts, was ich gebrauchen kann. Was mit ihr? Backwaren und Leckereien, die wunderbar schmecken, auch wenn ich sie nicht. Nope, sie hat nichts. Also nichts, was ich brauche, momentan. Oben gab es ja noch eine Bücherei, der hat doch auch noch was, bestimmt. Hm? Hm, kann ich auch. Was? Ah, Fitzeig Knobelkiste. Knobelkiste? Jawohl. Zeig mir eure Ware. Ich bin mir sicher, ich habe, was ihr braucht. Warte mal. Sternlingspfeile? Sternlingshandschuh, die haben wir. Pyräischer Helm. Pyräischer Schild. Mal. So, Schlösser knacken. Die kaufen wir. Und die auch nochmal. Einhand. Nur Meister hatte. Okay, Fernkampfmeister. So, Schwerrüstung. Lehrling. Geselle. Kaufen wir auch alle 7. Ah, okay, ich habe jetzt nicht genug Geld mit. So, warte mal, kann ich ihm irgendwas verkaufen? Das hier zum Beispiel. Oder das. Die makellosen Artisten darf er haben. Das und das. Wollte ich jetzt noch mal ein Fernkampf hier Schwerrüstung, ne? Ein wollte ich. Okay. Nö. Das war hier. So, warte mal. Lehrbuch, Einhand. Okay, das noch nicht.
auch noch nicht. Schwerrüstung Lehrling. Ihr seid in dieser Fertigkeit bereits zu gut geschult, um Nutzen aus dem Lehrbuch zu... Ah. Okay. Das heißt, alles, was schwere Rüstung wäre... euch leiten. Schreitet wohl, aber sicher doch. Das heißt, ich kann ihm die Dinger wieder verkaufen. So, schwere Rüstung... Die Dinger. Darfst du wieder haben, mein Freund. So, dann Schlösser knacken, Lehrling. So, Schlösser knacken muss jetzt dann auch auf 30 sein. Viel Glück. Jawohl. Ihr habt die Groschen. Ich habe die Ware. So, ich will jetzt wieder was verkaufen. Schlösser knacken Lehrling. Die brauchen wir ja nicht mehr. Schreitet wohl. Feine Kleidung, alter Sterlingshelm. Ob ihr das wohl gefallen würde? Hier, ich kann kochen. Ich koch doch nur. Ja. Oder warte, Kartoffelsuppe? Okay, Kartoffelsuppe können wir nicht mehr. Gebratenes Wildfleisch. Rindfleisch machen wir. Wir brauchen wieder Salz. Ich wollte nur eure Küche benutzen, ja? Stahl, Tränke, Karten, alles, was der wagemutige Abenteurer benötigt. Kommt und seht selbst. So, kann ich das Schwertchen nicht? Ich würde hier gerne mehr klauen. Schönen guten Tag noch, der Herr. So, okay, warte mal. Wir haben jetzt... Hä? Der ist besser als der hier. Warte mal, alter Sterndings? Weil der alt ist. Ach so. Dann... Kann sich irgendjemand anders drüber freuen. Ist eh gestohlen. Würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.